Im weit entfernten afrikanischen Dschungel wird ein Äffchen gefangen. Bestimmt für eine Zoohandlung in Amerika. Das Tier trägt einen tödlichen Virus. Ich weiß, dass einige von uns Bedenken gegen die Aufgabe haben, die vor uns liegt. Wir wären keine Menschen, wenn es uns anders ginge. Aber das Schicksal der Nation, vielleicht der ganzen Welt, liegt in unseren Händen. Wir können nicht, wir wagen es nicht, diese Verantwortung abzugeben. Ich vertraue darauf, dass jeder Einzelne von Ihnen seine Pflicht tun wird. Gott, vergib uns. Ihre Stadt steht unter Quarantäne. Wir haben 19 Tote, 100 weitere sind infiziert. Es breitet sich aus wie ein Buschfeuer. Worauf wollen Sie hinaus? Wenn einer erkrankt, wir haben es jetzt 10. Und wenn nur einer von Ihnen aus Cedar Creek herauskommt, dann haben die ein hochinteressantes Problem. Wenn dieses Virus dort herauskommt, werden 260 Millionen Amerikaner auf entsetzliche Weise sterben. Ich breche mit dem Team in einer Stunde auf. Aus dem Herzen einer kalifornischen Kleinstadt. Verdammt, Sam, ich will diese Menschen auch unbedingt retten. In den innersten Kreis der Macht in Washington. Die optimistischste Einschätzung für die Verbreitung des Virus sieht so aus. 24 Stunden, 36 Stunden, 48 Stunden. Breitet sich die größte medizinische Katastrophe. Wir können es nicht aufhalten. Aller Zeiten aus. Bitte bewahren Sie Ruhe. Viele Menschen sterben und viele weitere werden sterben, es sei denn, wir finden diesen Affen. Es wird eine Panik ausbrechen, wie wir sie noch nie erlebt haben. Da bist du ja. Einwohner von Port Bürger von Seattle, Einwohner von San Diego, Bürger von Achtung, Einwohner von Denver, Bürger von Detroit. Bürger von